Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Au Revoir von Mark Foster und Zero spielt. Fangen wir an mit den Akkorden. Die sind eigentlich ganz cool, ein bisschen ungewöhnlicher als bei so vielen anderen Songs. Es geht erstmal los mit einem A-Moll 7. Den greift man hier am besten so, dass man mit dem Mittelfinger die E-Seite im fünften Bund spielt und dann mit dem Ringfinger so einen kleinen Barré macht über die D, G und B-Seite. Und dann die A-Seite dämpft man ab, indem man den Mittelfinger so ein bisschen schief legt. Dann kommt ein F Major 7, der ist jetzt ein bisschen schwierig zu greifen für die, die das noch nicht gemacht haben. Man greift ein Barré im fünften Bund, aber nur ab der A-Seite. Und legt dann den kleinen Finger noch auf die A-Seite in den achten Bund. Und den Ringfinger auf die D-Seite in den siebten Bund. Wobei man dazu sagen kann, dass man die B-Seite so gut wie gar nicht mitspielt. Die hohe E-Seite gar nicht, die tiefe E-Seite auch nicht. Die B-Seite, ja, wenn man sie mal erwischt, okay, aber tatsächlich sind das so die, relevanten Töne. Also die auf der A-, D- und G-Seite. Und dann kommt eine Variation eines oder eine Voicing von einem C-Dur-Akkord. Der ist jetzt einfach dieser Griff und der kleine und der Ringfinger wechseln jetzt eine Seite nach unten. Auch hier wieder nur die relevanten Töne, im Prinzip wieder nur bis zur G-Seite. Das war's, mehr braucht man nicht. Also, A-Moll 7, F-Major 7, G. C, Entschuldigung. A-Moll 7, F-Major 7, C. Man kann jetzt auch natürlich sagen, so, Griffe sind mir zu schwer, ich spiele einfach A-Moll 7, F-Major 7, C. Kann man auch machen. Ich finde die ein bisschen cooler. Würde ich euch auch empfehlen. Dann gibt es ja immer so, so ein kleines Turnaround, sagen wir mal. Es geht dann mit G, auch einfach als Barré von E ausgehend im dritten Bund. Und dann spielt man D aber als Power Chord. Das heißt, Zeigefinger auf die A-Seite in den fünften Bund, Ringfinger auf die D-Seite in den siebten Bund und kleinen Finger auf die G-Seite auch in den siebten Bund. Und da spielt man jetzt am besten den Zeigefinger als kleinen Barré, weil der Gitarrist, der das spielt, macht hier gerne spielt auf die 1 den Barré mit und macht dann ein Hammer-on mit dem kleinen Finger auf den siebten Bund. Das ist aber nur optional, man kann auch einfach nur das D spielen. So, das sind die Akkorde für die Verse und jetzt kümmern wir uns ein bisschen um das Drumming. So, nachdem ihr jetzt die Akkorde wisst, kümmern wir uns ein bisschen um das Drumming. Da ist das Ding so ein bisschen, ich zeige euch erstmal den Grundrhythmus und dann noch ein bisschen die Version, die ich auch in dem Vorspiel gespielt habe. Das Ding ist, dass ich spiele relativ viele so Mute-Schläge zwischendrin. Die will ich jetzt aber nicht alle einzeln erklären, weil das sonst super kompliziert wird. Versucht einfach so ein bisschen den Groove zu fühlen und so ein bisschen den Groove zu übernehmen und hört es euch ein paar Mal an, dann kriegt ihr das schon irgendwie raus. Oder ihr lasst halt die Ghost-Schläge einfach weg und spielt nur die Töne, die ich euch zeige. Das funktioniert auch. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass es ein bisschen anders klingt im Vorspiel, als wie ich es euch jetzt zeige, weil das wird sonst super unübersichtlich und dann versteht es niemand mehr. Der Grundrhythmus oder die Grundakkordfolge ist erstmal, habe ich euch schon gezeigt, A-Moll 7, F-Major 7 und C. Und vom Strumming her ist es jetzt 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, die ist A-Moll 7 auf die 1 und die 3, 1 und 2 und 3, doch 1 und 3. 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann auf den nächsten Takt kommt auf die 1 und auf die 2, das F-Major 7. Und auf die 4 desselben Taktes immer noch das C. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann auf den nächsten Takt auf die 3 nochmal das C.
1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Also auf die 1 und 2 des vierten Taktes, dann nochmal das C. Und auf die 4 kann man jetzt immer ganz cool einmal einfach nur mit der linken Hand die E-Seite im dritten Bund spielen. Mit dem Mittelfinger. So als Vorschlag zu dem A, das dann wieder kommt. Also. Und so fort. Das ist so der Grundgroove. Wenn man das so spielt, klingt es auf jeden Fall schon mal, kann man das damit begleiten auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. So wie ich es jetzt auch vorgespielt habe und so wie der Gitarrist es in der Akustikversion spielt, klingt es halt eher so. Geht los mit dem A, da spielt man jetzt einfach auf die 1 nur den Basston und dann auf die 3 den Rest vom Akkord. 1 und 2 und 3 und 4 und. Beziehungsweise also auf die 3 dann nicht mehr den Basston mit, sondern man teilt es sozusagen auf die 1 den Basston, auf die 3 den Rest. 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann auf die nächste 1 wieder nur den Basston, das heißt hier den kleinen Finger auf der A-Seite. Und diesmal spielt man dann nicht einfach den Akkord runter, sondern man nimmt den Ringfinger weg und macht dann 1 und 2 und, also auf die 2 spielt man einfach den Rest vom Akkord und auf die 2 und macht man dann mit dem Ringfinger einen Hammer-on auf den siebten Bund. 1 und 2 und, 3 und. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und. Und bei dem Wechsel auf das C macht man jetzt im Prinzip dasselbe, nur dass man hier kein Hammer-on macht. Beziehungsweise doch, man macht auch ein Hammer-on, aber es ist nicht so, dass man es auf die dass man auf die 1, auf die 2 dann den Ton spielt und auf die 2 und das Hammer-on macht, dass es zwei miteinander verbundene Töne sind, sondern bei dem C ist es mehr so eine Art Vorschlag. Das heißt, man spielt es, man kann diesen fünften Bund hier nur so erahnen. Das heißt, man macht nicht 1 und, 4 und, sondern 4 und. Es ist mehr so ein Vorschlag davor, also nicht, sondern, falls der Unterschied klar ist. Es ist ein bisschen doof, sowas jetzt zu erklären, hört es euch ein bisschen an. Und für euch, die wissen, was eine Vornote ist, das ist dann auch klar. Ich spiele es nochmal langsam vor, weil am besten versteht man sowas durch Hören. Genau, bis dahin erstmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Genau, auf die 3 schlägt man dann einfach nochmal das C. 3 und 4 und 1 und. Und dann auf die 2 des nächsten Taktes spielt man einfach nochmal dasselbe mit dem C. 1 und 2 und 3 und. 1 und 2 und 3 und. Und dann auf die 4. Wieder diesen Basston im dritten Bund. Ich will es nochmal langsam mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3
und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter und so fort. Hört es euch ein paar Mal an, spielt es einfach so ein bisschen nach Gehör und diese relativ langen Pausen zwischen den Schlägen kann man jetzt einfach relativ beliebig nicht Ghost Notes, sondern halt so gemuseten Schlägen auffüllen. Also, dass es halt nicht so klingt. Das spielt man dreimal, soweit ich weiß, und dann geht man auf das G mit dem Strumming Pattern 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Also 1, 3, 4 und 1 und 2. Da kommt das G. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann einfach dasselbe Strumming Pattern nochmal auf das D. Kram nochmal. Und beim zweiten Mal, wenn ihr auf das G geht, geht man danach nicht auf D, sondern auf F mit demselben zweitaktigen Strumming Pattern wieder. Entschuldigung, wieder vorgezogen. Dann nochmal zwei Takte lang auf das D. Also. D. Und dann geht's direkt in den Refrain. Im Refrain kommen jetzt wieder nur vier Akkorde vor, und zwar ist es einmal F Major 7. Den greift man im Prinzip wie ein C, für die den noch nicht kennen. Aber dann legt man den Mittelfinger geht mit dem Mittelfinger eine Seite nach oben auf die G-Seite in den zweiten Bund und legt den kleinen Finger noch in den dritten Bund auf die D-Seite. Man spielt dann nur ab der A-Seite und schenkt sich die tiefe E-Seite. Dann kommt ein C mit G im Bass. Das ist wie ein ganz normales C, nur dass man den Ringfinger durch den kleinen Finger ersetzt und dafür den Ringfinger auf die tiefe E-Seite in den dritten Bund legt. In dem Akkord, in dem Fall heißt das, dass man einfach die drei Finger, also Mittel, Ring und kleiner Finger, einfach jeweils eine Seite nach unten legt. Dann kommt G. Und A-Moll. Das war's. Also F Major 7, C mit G im Bass, G und A-Moll. Und dann geht's wieder zurück in die Verse. So, die Akkorde habt ihr jetzt und das Strumming ist relativ überschaubar. Das ist nämlich einfach immer nur dasselbe zweitaktige Pattern. Ich zeig's jetzt gerade anhand von einem F Major. Und zwar geht es folgendermaßen. Von den Zählzeiten her ist es im ersten Takt 1, 3 und 4 und, also 1 und 2 und 3 und 4 und, 1 und 2 und 3 und 4 und. Und im zweiten Takt 1 und 2, 3, 4, 4 und. Ich spiele euch nochmal vor. 1 und 2 und 3 und 4 und, 1 und 2 und 3 und 4 und. Zusammen klingt es dann so 1 und 2 und 3 und 4
4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So. Und dieses Drumming Pattern, das Zweitaktige, wendet ihr jetzt einfach auf jeden Akkord an. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Letzten Au revoir bleibt ihr dann einfach einen Takt lang, zwei Takte lang auf dem F Major 7 stehen und geht wieder zurück in die Verse. Und ja, das ist tatsächlich auch schon der ganze Song. So, das war's mit Au revoir und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Songs und Tutorials und Zeug, das mit Gitarre zu tun hat, dann besucht meinen Channel. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Schreibt mir Kommentare bei Wünschen oder Anregungen. Besucht mich auch auf Facebook, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann bis nächstes Mal. Ciao.